Salve und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Nach einer halben Ewigkeit bequeme ich mich doch mal wieder dazu, hier ein bisschen weiter zu spielen. Ja, ist schon ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, ne? Das ist so... Also, wenn ich richtig gesehen habe, habe ich das letzte Video vor anderthalb Monaten hochgeladen. Seitdem bin ich einfach nicht mehr dazu gekommen. Tut mir echt leid. Und ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, das Rauschen. Aber ich habe nämlich das Problem, dass mein Lüfter einfach mal ein bisschen verstopft ist. Und irgendwie hat sich der Mensch, bei dem ich das habe machen lassen wollen, das säubern lassen wollen, der hat sich da ein bisschen blöd angestellt und deswegen habe ich das jetzt immer noch nicht wieder behoben und muss jetzt mit einem externen Lüfter hier arbeiten, was natürlich doof ist, wenn man das aufnimmt, weil das macht ja Krach und so, ne? Aber ich hoffe, ihr hört es einfach nicht allzu sehr und wenn ich mich recht entsinne, wollten wir nach Geldern gehen. Und wenn ich mich noch rechter entsinne, also ultra rechts entsinne, dann hackt es schon wieder ganz gewaltig, dabei fange ich gerade erst an. Und die Scavenger schlafen bloß und sind gar nicht tot, na sowas. Lalala. Ja, wenn ich mich noch rechter entsinne, dann wollten wir nach Süden gehen, nach Geldern und sind von einem Urvieh tot gemacht worden. Und ich würde sagen, wir kämpfen einfach mal, wenn sich uns was in den Weg stellt hier. Ich würde mich ganz gerne mal die Truhe ausrauben. Von daher, Ripper, stirb! Ich krieg dich klein, du Sau. So wunderbar. Erster Kampf absolviert, hat schön geklappt. Ja, wie gesagt, anderthalb Monate, ne, ist schon eine ganz schön lange Zeit, die ich jetzt einfach mal nicht mehr konnte. Ach du blöder Pfeffertroll. Was haben wir denn da Schönes? Amulett des Eisschutzes, braucht kein Mensch, aber können wir bestimmt verkaufen, das ist schön. Ja, ich bin ein bisschen aus dem Trott raus, muss ich sagen. Also ich habe jetzt wirklich schon... Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt aufzunehmen, weil ich einfach so viel anderes zu tun hatte. Ich studiere ja auch noch nebenbei. Ich meine, Let's Play ist ja jetzt nicht das Einzige, was ich mache, ne? Ja, von daher habe ich es nicht allzu sehr vermisst und wir schauen mal, wie es jetzt laufen wird. Also ich werde jetzt auch nicht so lange machen, denke ich mal, weil einfach auf meiner Platte nur 50 GB, glaube ich, jetzt frei sind in der Zeit. Das wird wohl relativ schnell verbraucht sein. Außerdem habe ich eh nicht viel Zeit, glaube ich. Ja, und bei dem Gehacke macht es ja sowieso keinen Spaß. Da ja aber unglaublich viele Leute gedrängt haben, dass ich mal weitermachen soll, mache ich das jetzt auch mal. Wenn es weitergeht, geht wunderbar. Ja, also ich war überrascht, wie viele dann doch gemeckert haben, dass ich nichts mehr online stelle. Weil ich immer das Gefühl hatte, eigentlich guckt jetzt keiner so wirklich regelmäßig das Ganze. Aber es schienen ja doch ein paar zu sein. Gerade bei Mafia war das, glaube ich. Da haben sich doch ein paar eingefunden, die dann immer wieder mal rumgemotzt haben, dass immer noch nichts online ist. Ja, finde ich gut. Und was ich noch viel besser finde, das war ja eigentlich das Lustige gewesen. Als ich vor anderthalb Monaten aufgehört habe, Videos reinzustellen, war ich, glaube ich, bei 75... Ach shit, was ist denn das hier? Wie viele sind denn das? War ich, glaube ich, bei 75 Abonnenten gewesen. Nein, ich glaube... Nein, es war noch nicht mal... Es war noch nicht mal 70, glaube ich. Und jetzt bin ich bei 85. Also, ich habe selten so viele Abonnenten dazu gekriegt wie in der Zeit, in der ich jetzt nichts aufgenommen habe. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. So, aber ganz souverän gelöst hier. Wenn man das als souverän bezeichnen kann. Naja. Wir leben auf jeden Fall. Jetzt fressen wir erstmal hier. Haben wir doch jetzt eine ganze Rotte hier ausgemerzt, hä? Tja, wer es kann, ne? Würde ich sagen. Die einen können, die anderen nicht. Ich kann, du nicht. Den Spruch werden wir später auch noch, glaube ich, irgendwo hören. Ich glaube in Vanguard dann später, aber das dauert ja noch ewig. Das. Ich will ja nicht vorgreifen, ne? Ich will ja nicht vorgreifen. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es euch dann jetzt geht beim Zuschauen, aber ich sehe nicht allzu viel. Kann aber auch einfach daran liegen, dass es wahnsinnig sonnig hier ist. Ist ja auch Sommer. Möchte auch so sein, ne? So, ich weiß überhaupt nicht, laufe ich denn eigentlich richtig? Ja, sehr schön. Hätte auch sein können, dass ich jetzt hier sonst wohin laufe in die Pampa, ne? Aber ist schon korrekt so, ist schon recht. Wir gehen nach Geldern zum... Lauf doch mal flüssig, du blödes Ding hier. Ja. Zum Hort der... Na? Zum Hort der Schamanen, so heißen sie, die alten Säcke. Ja, und hier werden wir den alten Bekannten wieder treffen. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon angekündigt. Wenn ich mich recht entsinne, ist das schon ewig her, aber habe ich garantiert angekündigt. Ja, das ist Geldern, ne?
Sieht auch nicht groß anders aus als die anderen Städtchen hier. Und das ist er, glaube ich, schon. Unser alter Bekannter Laris. Na, endlich bewegst du auch mal deinen Arsch hierher. Ja, achso, ich wollte jetzt hier gerade rumfressen nebenbei unbemerkt, aber der redet ja gar nicht großartig. Okay. Hier steckst du also, Laris. Wieder auf der Lauer nach fetter Beute? Tja, ein Dieb kann seine alten Gewohnheiten eben nicht so leicht ablegen. Ich habe da eine große Sache am Haken. Ich wette, das wird dich auch interessieren. Klar, schieß los. Okay. Wo gibt's hier was zu holen? Ich habe einen Job von einem reichen Assassinenhändler angenommen. Er sagt, dass die Schamanen im Tempel 6 sehr wertvolle Goldteller aufgestellt haben. Die will er haben und ist bereit, eine verfluchte Menge Gold dafür abzudrücken. Du bist ziemlich schnell verschwunden, nachdem wir mit dem Schiff hier angekommen sind. Ich habe nur die angreifenden Piraten vom Deck der Esmeralda aus gesehen und habe mich gleich verdrückt. Die offene Schlacht gegen Piraten ist mehr dein Ding. Ich halte mich lieber im Hintergrund, wie du weißt. Wer ist dieser Händler, für den du arbeitest? Ein reicher Assassin aus der Wüste. Uninteressanter Kerl. Aber er hat Gold. Verstehe. Kannst du meine Diebesfertigkeiten auffrischen? Klar, kann ich. Das weißt du doch. So, schauen wir mal, was wir hier lernen können. Diebeshandwerk. Handwerk, ja. Ich will das jetzt eigentlich nicht machen, das Diebeshandwerk, also hier die Diebeskunst weiter skillen. Hatte ich das angefangen mal? Ich weiß es gar nicht, müsste ich mal nachschauen. Aber ich finde, es ist so ein bisschen verschwendete Liebesmüh. Klar, ich hatte doch mal Diebstahl gelernt, jetzt fällt es mir wieder ein. Und dann festgestellt, dass ich eigentlich ein bisschen mehr Diebeskunst bräuchte, um das überhaupt anwenden zu können. Wir könnten höchstens mal... zeige mir, wie ich andere niederschlagen kann. Ach nö, wir töten die Leute. Das ist viel lustiger. Wir könnten höchstens mal überlegen, ob wir hier die schweren Schlösser vielleicht mal angehen. Oh nö. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei dem, was ich kann. Und vielleicht mache ich das später mal. Ich will erstmal wirklich auf Kampf skillen, damit wir hier die Aufträge alle so weitestgehend abarbeiten können. Und dann wollen wir uns erstmal informieren, was der Larsen so zu erzählen hat über seinen Auftrag. Denn vielleicht können wir da ja helfen, nicht wahr? Wie viel bringen dir die Goldteller der Schamanen? Einen riesen Batzen Gold. Da ist genug für uns beide drin, mein Freund. Ich komme in den verdammten Tempel nicht rein. Aber ich weiß, dass du irgendwie alles bewerkstelligen kannst. Bring mir die 6 Goldteller und ich gebe dir dafür einen Haufen Goldmünzen. Wie hört sich das an? Klingt fair. Na klar doch, ich bin wie ein verdammter Schatten, mein Freund. Ich komme überall rein. So, dann wollen wir uns aber erstmal hier ein bisschen umschauen. Und mal so den ganzen Ochsen Hallo sagen, aber vielleicht schlafen wir erstmal eine Runde, würde ich sagen, damit ich dann auch mal wieder was sehe. Na, Freunde? Was ist los, Moran? Ich will bloß in deinem Bett schlafen, aber ich glaube, es geht ja nicht, ne? Wenn es schon besetzt ist und die bloß da aufstehen wegen mir, dann klappt das nicht. Shit. Tja, dann gebt mir ein Bett. Besetzt. Gibt's denn hier überhaupt irgendwo freie Betten? Das wäre irgendwie sehr geil. Hey Leute, wen habt ihr denn hier? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Steht auch bloß ein Ork dahinter. So, was haben wir hier? Den Nordausgang. Ja, den brauchen wir nicht. Durch den sind wir ja gekommen, glaube ich. Ansonsten müssen wir uns als Feuerchen setzen und die Nacht im Regen verbringen. Ja, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Super. Vielleicht hier? Renwick. Guten Tag. Kenne ich dich? Ich wüsste nicht woher. Ich bin ein alter Mann und kann mir nicht mehr jedes Gesicht merken, weißt du? Verstehe. Das nervt ein bisschen, aber naja. Wer bist du? Tja, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, Renwick war. Oh, komm in die Pötte, Alter! Ja. Renwick ist mein Name. Was machst du hier? Wie bitte? Was du hier machst? Ich hatte doch gerade nur... Ich hab's vergessen. Bisschen retarded, hä? Du bist Alchemist. Ja, genau das war's. Danke, mein Sohn. Jetzt weiß ich's wieder. Ja, Alchemist. Ach, schwere Geburt. Kann ich dir helfen, alter Mann? Gewiss.
biete ich denn gerade? Antrag. Richtig. Es war sogar ein recht mächtiger. Mir fehlt nur noch ein Büschel Kronstöcke. Der ist recht selten. Ja, das ist er. Geh und bring ihn mir, ja? Dann können wir weiter über Alchemie plaudern. Du meinst, du kannst mir anschließend Alchemie beibringen? Beibringen? Ja, ja. Das kann ich natürlich auch. Verstehe. Ach, der Kronstöckel, der wächst doch hier sowieso wie Unkraut an jeder Straßenecke. Von daher können wir dem auch eins abgeben. Du bist der Alchemist Renwick und ich Ach, bin der Kronstöckel. Leg mich doch hier, das ist doch richtig. Ne, wir haben noch genug Kronstöckel, von daher können wir dem einfach mal eins abdrücken. Und ich meine, ich will sowieso nicht Alchemie lernen, aber da wird es ja bestimmt auch ein paar Alchemiepunkte für geben. So für Blau, für Lau. Oh. Hier, ich habe deinen Kronstöckel. Kronstöckel? Wirklich? Das ist ja großartig. Da kann ich mich ja gleich wieder meinen. Du kannst dich wieder deinen Tränken widmen. Richtig. Genau so war's. Nimm dies als Dank, mein Sohn. So, und jetzt Fresse halten und schnell weg. Der geht mir so auf den Sack, der Kerl. Ich habe gerade keine Geduld dafür. Tut mir leid. Hey Lars, du schon wieder. Lars, alter Gauner. Gibt's doch keine Alchemiepunkte? Naja, aber wenigstens haben wir ein bisschen Ruf in Geldern gekriegt. Meine zwei Rufpunkte sind auch ein bisschen sinnlos, aber nun gut. Hallo Jared. Willkommen in Geldern. Was kann ich für dich tun? Du kannst mir erstmal sagen, wer du bist. Du bist Händler? Richtig. Ich handle hauptsächlich mit Artefakten. Also wenn du welche findest, bringe sie mir. Ein Hehler also. Was weißt du über Artefakte in der Stadt? In der Festung auf der Südseite der Stadt ist ein Lager, in dem wertvolle Stücke aufbewahrt werden. Welche Artefakte interessieren dich besonders? Man sagt, dass hier in Geldern die 7 alten Ringe der Alchemisten versteckt sind. Die Dinger sind mehr als 3000 Goldmünzen wert auf dem Schwarzmarkt. Die 7 Ringe der Alchemisten hätte ich schon gern in meinem Besitz. Toll, wer versteckt denn hier den ganzen Schmuck? Wohnt hier irgendwo eine Frau oder was? Du redest wie einer, der das Diebeshandwerk versteht. Ich kenne viele Diebe. Das bringt der Artefakthandel so mit sich. Ich selbst bin allerdings nicht so bewandert in diesem Ding. Aber ich hörte, dass Laris, einer der größten Diebe Myrtanas, in der Stadt sein soll. Ja, super. Ich kenne Laris. Ich könnte ihn dir vorstellen. Würdest du das tun? Mensch, das wäre mir glatt 1000 Goldmünzen wert. Ich sehe, was ich tun kann. Ach, das ist doch schön leicht verdientes Geld. Ja, aber ehrlich mal, was macht denn hier der ganze Tant, wie man so schön sagt, ne, wenn man alt ist? Die haben hier Goldteller rumliegen, die haben hier, wo komme ich denn eigentlich her? Von da, oder? Die haben hier Goldteller rumliegen, die haben hier irgendwelche komischen Ringe rumliegen. Mich würde es nicht wundern, wenn ja auch noch Feuerkelche sind. Also hier muss wirklich irgendwo eine Frau wohnen. Oder halt die Schamanen. Ich meine, die tragen ja auch Röcke, von daher. Man kann es ja bei Orks bestimmt genauso wenig unterscheiden wie in anderen Fantasy-Universen bei Zwergen, ne? Der Artefakthändler Jared würde sich ein Bein ausreißen, nur um dich mal kennenzulernen. Ich habe schon von Jared gehört. Er macht gute Preise. Ich denke, ich sollte ihn mal besuchen. Mach das. Supi. Haben wir das auch geklärt und 1000 Goldstücke abgesandt. Ja, und die Ringe sind dreimal Laris kennenlernen wert, sozusagen. Das ist ja nicht so viel. Muss ich mir überlegen, ob ich mir das echt antun will für das bisschen Geld. Wo bist du hin, Mora? Da rein vielleicht? Wer bist du? Ich bin Nemrod. Ich kümmere mich um die Belange der Schamanen. Begegne ihnen mit Ehrfurcht, sonst wirst du meine Klinge spüren. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ja, heul nicht rum, Pippi. Was für ein Tempel ist das hier? In diesen Hallen befindet sich der Hauptsitz der höchsten Würdenträger der Schamanen. Unser Anführer Grog regiert von hier aus die alte Alchemistenstadt Geldern. Grog? Ich will mich in den Dienst der Schamanen stellen. Du bist ein kräftiger Bursche. In den umliegenden Minen kannst du deine Manneskraft unter Beweis stellen. Aber vielleicht bist du ja gut im Kampf. Dann wärst du besser bei den Söldnern oder bei den Gladiatoren aufgerufen. Die Schamanen empfangen Männer, die einen guten Namen in der Stadt haben. Zeig mir, wo die Arena ist und ich verprügel jeden, der es mit mir aufnehmen will. Was sind die Belange der Schamanen? Wir schürfen Gold, Schwefel, Artefakte und andere wertvolle Bodenschätze für sie, Mora.
Die Minen müssen ertragreich sein. Das ist meine Aufgabe. Wunderbar.